Bibidi-bibidi-bo. Immer noch Platzstalker. Wir sind immer noch im Sumpfgebiet bei den tollen Blumen. Und ich stelle mich gerade ganz, ganz nah an so einen Stein, weil der Platzstalker, den 120er, den wir gefunden haben, der zieht mich andauernd immer hoch. G'day, Survivor. Jetzt haben wir mal. Wir haben ja vor, ein bisschen näher ranzugehen. Wir wollen ja dem Platzstalker was geben, füttern. Und Kim. Kim ist jetzt einmal mal hochgeklettert und zack. Hat ihm der Bloodstalker auch richtig, hat der Bloodstalker die Kim auch richtig gezogen, ein bisschen ganz ran und hat schon noch ran rumgesaugt. Also müssen wir einfach noch ein Stückchen höher. So, ich entmute mich mal, da wird es ein bisschen lauter. So, bin wieder da. Hast du ein Blut mitgenommen? Endlich. Ja. Ich will aber Also. nicht so nah weit raus. Der Paul zieht ist mich wieder immer. da. Komm drauf. Nee, du bist zu schwer. Kann er nicht mitnehmen. Paul ist wieder da. Ich habe jetzt die Klippenplattform im Inventar und werde die mal so weit wie möglich unter ihn setzen, Ja. damit wir da möglichst nah rankommen. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das dann besser funktioniert. Ja. Ja, geil, wo fliegst du hin? Hast du mich nicht gesehen? Nee. Oh, sag mal, oh. So unsichtbar. Wer sieht den Rock-Track? Der Drogdreck. Ah, du musst weiter links, ne? Hier, andere Seite. Was ist da? Da sind wir. Da unten. Ja, oh, ja. Seht ihr die? Von Ja. jetzt? Voll die teure. Ist die gut? Kannst du mich hochziehen? Ich gehe mit Pau hoch. Wollte gerade sagen, ihr könnt mit Geht Pau nicht. Zu hoch. schwer. Oh, ich habe doch gar nichts dabei. Ich habe aber Holz und so mitgebracht, weil ich Holz und so mitbringen Jetzt? Achso, wollte. na dann kletter ich einfach hoch. mich kannst du Was? Ja, Grappling klar, hochklettern würde gehen. Nee, wäre alles schwer. Da. Obwohl. Da sind Nee, too heavy, too klein. Los, lauf! Aber hat Bitte noch Kletterhochbeine Geschwindigkeit. mitgebracht. Genau, hier, Kletterhaken, Dex. Kannst rausholen. Hast Und du? Tiger auch. Eine habe ich. Ich habe zwei rausgenommen. Dex, komm her. Oh, sind alle weg. Ne, jetzt Zocker. So. Soll ich auf die Plattform-Ecke Eine ist gehen wieder oder drin. wo soll ich hingehen? Merci. Soll ich bei Naja, der. auf den Plattformen ist es halt eine sehr hohe Chance, dass er dich dann greift. Aber denk dran, dass er dann auch das Blut in den Tasche nimmt, ne? Ich habe Blut in den Tasche. Ich nicht. Er hat mich gegreift. Gegriffen. Ja. Dex! Was denn? Ausgerechnet du! Warum? Was hast du denn ausgerechnet? Ja, Zähmung ist. Angezähmt ist Boah, er. dann struggle ich mich mal eben 54. frei. Und er ist wieder auf 0. Ja, ich habe ihn Frei. auch gehauen. Ich hänge irgendwie so hier fest. Oh, So, sorry. ich habe ihn jetzt ge jetzt ist er angezähmt. Jetzt tue ich mal hier ein paar von diesen Viechern hin. Hab ja auch welche. Der Rex, wirklich? Okay. Den Rex nicht unbedingt. Ich schmeiß mal den Raptor auch noch raus. Der kann ja auch weg. Und wenn er fällt, dann fällt er eben. Tschüss. Aber nicht den hohen. Nee, meinen kleinen Raptor. Der war Level 29 oder sowas. Du wolltest doch den einen behalten, ne? Ja, Dachte den ich. hohen, also was hohen. Der ist jetzt 107 Nein, oder sowas. er hat den Para gegriffen. Er hat den Para gegriffen. Ja! Ich guck auf die Effizienz. 54,4. Ich meine, ein bisschen ist ja schon mal, reicht ja schon mal, ne? Erstmal bei dem 120er wäre es halt schön, wenn es dann was geben würde. Wie kommen ihn wieder runter? Ja, schön. 6% gab der Para. Ich hab da noch ein Deodon und so hingestellt. Sollte hier vielleicht ein Stück Er weggehen. hat ungefähr 1,6% Effektivität gebracht. 1,6? War das nicht vorher bei 50? Nee, er war vorher bei 54. Meine ich. Aber ich beobachte Halt, dich. stopp, den brauche ich noch. Nimm den kleinen Raptor. Da, er hat den habe ich schon rausgeworfen. Den Para hat er sich gegriffen. Aber da sieht man, das funktioniert. Aber es hat doch damals schon funktioniert. Das ist doch nichts Neues. Das haben wir doch auch im Guide gemacht. Ich hab's aber noch nicht gemacht. Ach Eins, so. ja, er bringt. Der Para hat jetzt 1,1% gegeben. Ich meine, im Endeffekt reicht das, was wir dann im Endeffekt mit den Tieren kriegen, die wir jetzt hier haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt noch groß auf die Suche gehen nach irgendwas anderem, oder? Versuche einfach mal mit dem, was wir haben. Mal gucken, was rauskommt. Ja. Wir werden bestimmt nochmal einen 120er finden und dann machen wir es Jetzt eben haben nochmal wir ein besser. Level, jetzt können wir gucken nach Stats auch suchen. Hätte ich auch noch das zweite Dedon in der Tasche. Frage ist, ob der das jetzt auch noch ranzieht. Paras hat er jetzt bis jetzt am besten gefunden. Naja, rein von der Theorie ist ja das Plädoyer ja auch ein Parer, ne?
Könnte eine Gewichtsklasse schwerer sein. Ja, ich denke mal, das ist ein bisschen schwerer. Raptor steht doch da unten? Ja, ja, Raptor steht noch da. Ich meine, wenn ihr noch mal jetzt auf die unterwegs sein wollt und noch ein bisschen was zähmen. Aber wie viel sollen wir zählen, wenn ein Para 1,1%? Ja, eben. Also muss ja nicht viel. Wie scheint er den Rest nicht mehr gut zu finden? 50 Paras. Bist ja morgen noch dran. Ja, die Morshops will aber auch nicht, ne? Oder? Morshops hat ist ja noch keine dran. Ja, warum wirst du denn nicht? Weil ich den will zum Vermehren. Jetzt komm, weil Sam viel anstrengender ist, als mal eben einfach nur loszüchten. Wir wollen den, wir wollen Sam. Jetzt aber interessant, ob er auch die, ob er den greift oder ob er die anderen Tiere einfach nur nicht will. Wir wollen dir, ach guck mal, wir wollen dir Mashops in die Wohnung stellen. Ganz viele. Bitte sie. Ganz viele Figuren. Ja, oh. Überall, oh, ich habe eine Idee zum Ärgern. Überall, Damis. Ups, sorry. Mit Mashops da drauf. Ich hatte gegriffen. Los, lass mich los. Das ist Klappergestell, Villa. Oh, er weiß halt, dass wir Freunde werden. Jetzt hau ihn doch nicht. Halt ihn doch hin. Er schwebt. Er will aber nichts anderes. Anscheinend wirklich nicht. Oh, ich hab doch. Ach nee, das ist der Plateo. Das ist die Mimose. Ach, Entschuldigung. Hm. Komisch, dass ich den kann natürlich mal Raptor nicht möchte. Möchtest du den? Nee. Never. Wahrscheinlich ja nicht, ne? Und ein Frosch? Den kriegt er doch gar nicht. Oh ja, die Frösche. Die haben wir gar nicht hier oben. Kann die mal einer holen? Ich vermute mal eher Pau. Okay, ich hol die. Bin schon unterwegs. Danke, Pau. Ich hab nix zum Großreisen. Ich bin auch weggeflogen gerade. Gucken, ob ich noch irgendwas finde. Also der Turbo. Ich esse Schokolade. So, ich hab zu tun. Okay, also alles super. Alle tun irgendwie was außer Dex. Hallo? Doch, er isst Schokolade. Also die Raptor mag er nicht, ne? Dann lass ich die anderen Raptor hier stehen. Ja, da müssen oh ne, da ist mehr komisches Sino-Dingsbums. Jetzt fress endlich mal ein Raptor hier! Vorsichtig, dass er jetzt nicht dich greift, Dex. Ich will was testen. Was war das? Greift mich dann an? Achso. Hatten wir das nicht letztes Mal schon, Dex? Dass, also das letzte Staffel, dass dich permanent nicht greifen wollten, weil du zu sehr aussiehst wie ein Busch? Tim, kannst du drauf zugreifen? Huch! Oh oh. Hallo! Ja. Ja, kann ich. Ja, er hat mich. Okay, er will auch den Buckligen. Dann brüll dich frei, Dex. Ich hab mal auch Angst zu hauen. Darf ich das? Dampel dich frei, Dex. Ja, ja, darfst du. Hau ich den nicht? Dex hat eigentlich... Strampel dich frei. Dex, aber... Dex, du darfst nicht links legen. Du musst rechts legen. Ja, das ist vollkommen egal. Effektivität ist aber wieder runtergegangen. Geht aber eigentlich nicht. Runter. Egal, ich geb dem jetzt. Ist gerade wieder runtergegangen. Könntest du dich jetzt endlich freistrampeln, Dex? Warum? Geht das nicht? Du darfst keine Waffe in der Hand haben. Oh. Okay, das kann ich nicht mehr aufwenden. Da flattert er. Ich wollte ihn abnehmen holen. Ja, ja. Aber ich habe dem doch Schaden doch gerade zugefügt. Deswegen ja, habe ich ja nicht. Zu viel Schaden zugefügt. Ja, das ist ja. Ich wollte ja nicht zuhauen. Du hast aber gesagt, ich soll zuhauen. Ich wollte aber nicht zuhauen. Ich habe aber keine Waffe. Ich habe übrigens keine Waffe in der Hand gehabt. Ich habe nur eine. Ein bisschen ja, das war Kommunikationsfehler, war Kim. Was? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Schadenzahlen gesehen. Das war so viel. Ich hab nur mit einer, ich hab ein Fernrohr in der Hand gehabt. Dex kann spawnen übrigens. Ich glaub, du musst freie Hand haben, aber ich bin mir nicht sicher. Welches Bett ist das richtige? Mit den drei Betten? Ist das das? Ja. Mhm. Ja, ja. Jetzt Paras, ich nehme mal die Tiere raus, die wir nicht, die wir jetzt ausgeschlossen haben. Jetzt. Weißt du, wo meine Klamotten liegen? Da unten drunter, genau auf der Plattform, ja. Jo, Para nimmt da sofort. Bäm. Sonst schmeißt du den Moshops doch mal raus, einfach um zu gucken, ob er den will. Wir finden doch bestimmt noch ein paar Uhr. Ja, wir kriegen ein paar Uhr. Wir finden doch genug neuer Mensch. Eben. Kim! Ja? Scheiß auf den Moshops. Es
Ist mein Raptor jetzt nicht weg oder habe ich wieder eingepackt? Den habe ich eingepackt, ja. Einfach damit der ein bisschen weniger Auswahl hat. Hallo. Hast du eigentlich ein Weibchen oder ein Männchen, Blattstorfer? Die rechte Maustaste geht übrigens nicht, ne? Oh, cool. Nur linke Maustaste. Ja, du musst zuschlagen. Mhm. Ah, okay, also doch. Dann hast du halt unten geht dann so eine Prozent, so ein Prozentbalken immer voller und dann ist es halt abhängig von Wahrscheinlichkeit, ob er dich loslässt oder nicht. Pau, kommst du mal rübergekrabbelt? Ja, klar. Na komm, greif zumindest noch den letzten Parasaurus. Ich weiß, dass du den magst. Ich bin doch hier neben dir gewesen, Pau. Ach so. Er sitzt hier auf dem Ast. Entschuldigung. Geil. Danke. Ach komm schon, ein Para ist da noch. Du bist so früh abgestiegen. Ich bin gar nicht abgestiegen. Geht doch. Ja, aber die Frösche hat er auch noch nicht gegriffen. Ich bin einmal rum jetzt, weil ich bin am Fliegen gewesen wegen Fallschaden. Hätten die vielleicht auch noch auf Leben leveln sollen. Also im Guide, haben wir den Moshops auch genommen und das hat ganz gut geklappt. Da kriegt jetzt aber auch keine Effektivität mehr dazu. Ich such mal neue. Doch, jetzt kriegt er wieder was dazu. Mal gucken, ob er die Belzebubus nimmt. Kannst du mit mir reiten? Such mal noch ein paar Moshops vielleicht. Ich hab sie. Lebende Level. Gucken, ob er die überhaupt nimmt. Weil ranziehen kann er die auf jeden Fall. Der mag keine glitschigen Fische. Oder Parasaurusse. Und Kingo? Ja, er nimmt nicht mal Plateo. Oh Gott. Nimm den Idioten, der am weitesten wegsteht und eine Ghillie-Rüstung anhat. Gar nicht wahr, du warst nicht am weitesten weg. Ich stand hinter dir. Deswegen, trotzdem, ich hab die Ghillie-Rüstung an. Was interessiert den Dreck? Du sahst aus wie ein Frosch. Schildkröte? Auch nee, so schwer wahrscheinlich, ne? Schildkröte wird auch so schwer sein, ja. Ich weiß, dass er den Moshops nimmt, aber ich will halt, dass den mit einem relativ hohen Level und viel Leben behalten für. Weil der hat nur 24 Stunden. Was ist das, diese scheiß Mantis? Ey! Au! Er hat mich geboxt. Wegen hier habt ihr, du hast sowieso nicht so viel Stats im Leben. Mensch. Holla. Der will nicht. Der hat nur Bäume, deswegen. Der. Ah, du bist gerade angegriffen. Ja, ja. Bloodstalker ist ein Gourmet-Schmecker oder wie heißt das hier? Wie ein Feinschmecker, die mag sowas nicht. Feinschmecker, ja, genau. Keine Frosche, gell? Wir werden uns noch gut verstehen, das verspreche ich dir, aber noch nicht. Bald, mein Kind. Der steht auf bald. Dich. Bald. Die Bäume haben gegen auch nicht, ne? Was schnüffelt denn da unten unter mir? Probiert. Ich bin lang und dürr und gut arm. Natürlich mag der mich. Oh, die Toilette. Ich habe gut im Inventar. Pony, noch irgendwo die Machschopse? Ja, überall eigentlich, denke ich mal. Ich habe da jetzt auch mal inzwischen gestellt. Gebietmäßig meine ich. Im Moshopsland. Deine Schuhe sehen schick aus. Geil, ne? Es sieht aus, als wenn du irgendwie Kinderfüße in den riesen Schuhen hättest. Hallo, das sind Arbeitsschuhe von Caterpillar. Ja, genau, mit Stahlkappe. Kim, du bist so groß. Weißt du, sonst rennen sie einem immer vor die Füße, ne? Ja. Jetzt verstehe ich es, warum immer die Kim gegrappt wird. Kim sieht selber aus wie so ein Bloodstalker. Das fällt dir jetzt erst der auf. Der möchte sich fahren. Paarungsverhalten. Es gibt einen Grund, dass die Fingerviecher mich mögen. Und das liegt daran, dass ich das menschliche Äquivalent eines Bloodstalkers bin. Abgesehen von dem Bart. Wenn er dann nicht... Warum nicht schon mal? So, Bloodstalker haben doch auch Haare. Spinnen. Also, Bloodstalker haben ja keine Finger. Das heißt, der Finger hat dich ja nicht. Füßelt der dich du dann, ja? Du hängst an einem Baum fest. Ja, ich beiß mich schon durch. Er will den Moshops irgendwie auch nicht. Leg dich mal da und runter. Ach warte, wir haben noch hier angezähmt. Gehen wir da noch mal hin. Ey, hast mich angefangen. Ich würde aber fast sagen, Mädels, sucht ihr mal ein bisschen noch weiter nach irgendwelchen Viechern. Was denkst du, was wir hier tun? Wir zähmen den 120er und wir gucken uns noch mal um nach noch einem oder so. Aber... Ja. Was sollen wir denn jetzt zähmen? Was für ein Moshop vielleicht hat da? Was für ein 108. Geschlecht hat dein Moshop, Kim? Hm? Dein Moshops, was für ein Geschlecht er hat?
Mein eigener ist weiblich, der da ist männlich. Guck. Dann haben wir hier noch ein Männchen, 108, dann können wir züchten. Super. Nur wenn, aber auch nur wenn der... Aber da war schon einmal angefüttert, also irgendwas muss er ja mögen, was wir schon mal hatten. Ja, aber ist der nicht irgendwie verletzt worden und wollte jetzt Honig oder so? Na, Tiger, hast du Blut dabei? Ja. Hier, direkt daneben ist noch einer. Guck mal, 2 Stück. Dann wird Tiger jetzt leer gefressen. Raw Prime Fish Meat. Der will Rare Mushrooms, damit können wir dienen. Hast du eine Sichel zufällig dabei? Nee. Ich möchte das gerne kommentieren, das, was da gerade passiert. Ja, ja, geht doch los. Schleck. Oh ja, Bleib mir hier, guck mal, ich spawn mal schnell nach Hause. Wo ist denn der? Guck mal, ob wir da Prime Fisch haben. Mich kannst du nicht einpacken. So, ging's gerade um meinen Bloodstock oder meinen Moshops? Moshops. Fertig. Der Moshops ist weiblich. Super. Der ist auch weiblich. Guck mal, bleib mal bitte kurz, kurz da. Ja. Frag mich, welche Farbe das ist im Endeffekt, Tiger. Kannst du das schon erkennen? Tut das eigentlich weh? Tiger. Na, das tut gut. Das geht aber alles mal in deinen Hintern rein. Also der hatte ich ziemlich. Aber das tut gut, Dex. Ja, das tut gut. Also ganz heftig geht das da ab. Massage. Der hat doch voll rote Augen bekommen dabei. Hallo? Die grünen Dämpfe sind von ihm. Ja, das ist. Sagen sie alle. Mensch, ich hatte heute Bohnen. Ich guck mich mal noch ein bisschen um, vielleicht finde ich noch was. Und sonst so bei euch? Boah, ich hänge jetzt ein bisschen ab und ihr? Ich guck dir dabei zu. Ach, du bist ja pervers. Perversen! Ich könnte auch mich jetzt umgucken nach weiteren Bloodstock haben, aber dann werde ich nur wieder von meinem Tier gegriffen. Ey. Kim, du hast eine Arschritze. Du hast eine Arschritze aus der Hose rausgucken. Guck doch nicht so mit der Lupe hin. Mensch. Nicht nochmal. Ich will das miterleben, wenn er gezähmt ist. Ja, dann sei aber nicht so frech. Guck doch mal. Guck mal in deiner Ego- und nicht Ego-Perspektive, Außenperspektive. Du hast eine Arschritze aus der Hose rausgucken. Warte. Nehmen wir den. Ich dreh mich selber dann. Beider Macht von Grayskull. Ja, genau. Ich habe die Macht. Wenn ich dich jetzt umbringe, kriegst du das im Endeffekt nicht mit. Ich? Ja, dann zählen wir jetzt noch das Männchen und dann können wir Moshops züchten. Ja, nicht züchten, nur vermehren. Ja. Doch, Leiche. Blümchen wäre böse auf uns, wenn wir Moshops züchten würden. Wir können sie in einem dunklen, geheimen Raum züchten. Sunabium. Ja. Ich würde sie alle Moshops Akuma nennen. Ja. 1, 2, 3. Du willst, dass ich dir Dönerbilder schicke, oder? Nackt bitte, ja? Wie du nackt auf der, Couch ein Döner isst. Also Kühlchen, das ist jetzt raus. Kühlchen, Delikatess-Dönerbilder, wirklich die schönsten, die du finden kannst, oder die schönsten, die du machen kannst. Jeden Tag eins dafür. Ja, schick mal zu Kim. So ein Adventskalender. Ich tue das nicht. Ich hab Döner hier. Ja. Irgendwann ist da noch das Dönerkissen auf, was ich ihm geschenkt habe. Kann ich mir eben Stats gucken? Toller Name. Ja. Pfeil nach links, ja? Ja. Ups. Ist meine Push the Button Talk-Taste. Von warte, bis es hungrig ist, da war gerade sowas von leer, was Foto angeht. Immer diese Jugend von heute. Gucken immer alle auf ihre, wie heißen die Dinger nochmal in der Hand? Implantate. Hat denn der Bloodstalker den Moshops überhaupt gegessen? Das war fertig gezähmt. Ja. Dein Bloodstalker hat hervorragende Werte in Gewicht. 30 Gewicht. Wow. Ich will mal ein Foto machen, warte. Das ist richtig gut. Sehr gut. Den können wir ganz hervorragend benutzen, um zu züchten, um Gewicht. Weil Gewicht ist bei Bloodstalker immer gut. Und das Wichtigste ist... Essen heute noch ein Ei. Sollen wir direkt fangen? Aua! Ich gehe mal ein paar Fotos, ganz kurz. Kann das vielleicht sein, dass wenn er einmal ein Tier gegrabt hat, dass er dann nur noch diese Art von Tier mag? Das habe ich das auch schon möglich. Überlegt. Also, ich glaub, nicht ist also doch ein Feinschmecker, ja? Vlad. Soll ich ein bisschen Licht machen, Dex? Mach mal. Dann musstest du mir deine Fackel geben. Mach doch mal ein Ei, bitte. Aber pass auf, die Eier können ja nicht werben.
Doch, können wir. Ist geändert worden. Echt? Okay. Ja, ja. Das ist schon lange mehr. Ich hoffe, die AI ist nicht so blöd und dass der Bosch jetzt runterläuft. Geh. Hau dein Dankeschön. Mädchen raus. Ach, guck mal, hast du Cookie? Was? Nee, hab ich nicht. Schade. Tiger hat einen Cookie. Sonst siehst du hunderte von Moshops in diesem Sumpf, ne? Das ist so eklig. Guck mal, die hat ja so zwei Krüppelarme, ne? Habt ihr schon mal drauf geachtet? Da, wo die Arme von uns sind, hat er so zwei... Ja, man könnte es auch... Weiß ich nicht. Mehrere Arme. Nee, nicht oben, da oben, so wo wir jetzt Arme hätten. Ach, die ja, da hat er zwei das, kleinere Greifer. Das sind doch keine Greifer. Das sind keine Greifer. Sieht aus, ich hab mir das Gefühl, dass das die Nase ist. Die Nase? Ja. Schnüffelstück? Ja, das sind zwei Schnüffelstücke, genau. Nee, das sind Brüste, das sind die Nippel. Oh Gott. Ziemlich kalt hier. Guck dir doch mal bitte an, die sind doch kleine Hugel. Ich muss das den Zuschauern mal zeigen, was ich mache. Sie gucken, das, die Dinger meine ich. Aber ich kann die gar nicht so nah ran. So, warte mal. So, warte. Ja. Wir sind auch in der Nähe. Hier steht ein Baryonyx und ein Sakko, die mich, glaube ich, essen wollen. Hier direkt unter mir. Ich habe Angst, das dass der blöde. Sieht so aus, als würde der damit irgendwas aussaugen. Ja, ich komm, bin in der Nähe. Nee, damit saugt er nichts. Das sieht eher aus, als ob der irgendwas damit fühlt oder sowas. Oder schnüffelt, riecht. Ja, ja, kann sein. Schnüffelst du? Ich mach mal Fotos, mal jetzt am Nähe. Das Bloodstoker, Schnüffelstück. Ich bin vorsichtig, dass das nicht geclaimed wird. Sieht ja schon so ein bisschen safe for work aus. Zwei Schniedel. Hat der andere auch? Kann ja sein, dass vielleicht der andere keine hat. Aber deiner hast, glaube ich, wieder da. Einfach nur vielleicht ein bisschen grün. Oh, könnte sein, dass die Beinchen ein bisschen grün sind. Grün-weiß, könnte durchaus sein. Ja, das ist eklig, das Ding. Warum hat er jetzt so einen roten Schimmer bekommen? Weil der Leuchtedino ist in der Nähe wahrscheinlich. Ja, davor hat er jetzt Angst, oder wie? Der hat nur Angst davor, ja. Oh. Okay, ihr Lieben, wir machen noch ein paar Vorbereitungen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Das Ei kommt. Oh, Ei? Jetzt schon? Ich dachte, das dauert irgendwie Ewigkeiten. Mach mal Licht. Ich hab kein Licht mehr. Ich hab keine Fackel. So, ich bin da. Warte ganz kurz, das will ich mal hier. Ich hab nur noch eine Fackel gehabt, ist oder? Ja. Da hab ich noch eine Fackel. Ich hab leider keine mehr. Wie das wabelt. So, wo war jetzt hier was Böses? Ich weiß noch, wo, in der ersten Genesis-Staffel, wo die Kim das erste Ei ausgebrütet hat und mit 10.000 Fackeln am Baum da so eine Art Schrein aufgebaut hat. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Hier noch Stego. Unten rechts. Achso, toll. Hast du Dinge auf dem Rücken gesehen? Das war eben noch ein Bloodstalker-Ei haben wir schon. Das ist der Bari. Tschüss.